Manchmal passieren Dinge im Leben, die uns erschüttern. Der eine verliert seinen Job, der andere verliert einen Menschen, der ihm nahe stand. Ein anderer wird von einer Krankheit heimgesucht und wir wissen dann nicht, wie wir sie einordnen sollen. Der eine sieht es als eine Prüfung, der andere sagt, das ist mein Schicksal. Aber wisst ihr, was die meisten dazu sagen? Warum ausgerechnet ich? Und jetzt frage ich dich, hast du dich auch schon mal gefragt, warum ich? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wahrlich, der Mensch ist besorgt erschaffen worden. Ja, es gehört zur Natur des Menschen, dass er ein besorgtes Wesen ist. Allah hat ihn so erschaffen. Wenn ihm etwas widerfährt, was ihm nicht passt, wird er schnell besorgt. Manchmal verliert er sogar die Nerven. Er denkt sich, warum ich? Warum passiert ausgerechnet mir sowas? Sie fangen also an, sich mit anderen zu vergleichen. Die anderen sind doch viel schlimmer als ich. Ich bete, ich faste, ich spende und ich sorge mich auch um meine Familie. Die anderen trinken Alkohol, beten nicht, sie fasten noch nicht mal. Sie haben null Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann sieht er Menschen, die wohlhabend sind. Sie haben einen Job, ein Haus, keine Geldsorgen. Sie sind gesund. Aber genau diese Menschen tun nichts für ihr Jenseits. Und dann versteht er die Welt nicht mehr. Sie sind ungehorsam gegenüber ihren Herrn. Aber Allah gibt ihnen trotzdem. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in der darauffolgenden Ayah, wenn ihn ein Unheil trifft, so gerät er in große Panik. Was meint Allah, wenn er sagt, er gerät in Panik? Alles, was ihm widerfährt, sieht er als etwas Schlechtes. Und genau hier ist das Problem. Das Problem ist nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir gewisse Dinge weggenommen hat oder dir gewisse Dinge nicht gegeben hat. Nein, das Problem ist, dass du anfängst, in Verlust dieser Dinge etwas Schlechtes zu sehen. Und im Besitz von gewissen Dingen siehst du etwas Gutes. Wisse, dass wenn Allah dir manche Dinge nicht gibt, dass vielleicht genau darin dein Untergang gewesen wäre. Wie viele Menschen haben wir gesehen, denen Allah subhanahu wa ta'ala Macht und Wohlstand gegeben hat, aber sie wurden gierig und haben sich immer weiter von Allah entfernt. Als Außenstehender denken wir manchmal, Allah hat ihn gesegnet. Allah ist bestimmt zufrieden mit ihm, sonst würde er ihn nicht reich machen. Und das ist falsch. Wenn Allah Azza wa Jal jemanden reich macht, heißt es noch lange nicht, dass Allah mit ihm zufrieden ist. Nein, vielmehr ist das seine Prüfung. Und wenn Allah dir manche Dinge wegnimmt, darfst du das nicht als etwas Schlechtes sehen. Denn vielleicht würde der Besitz dieser Sache dich in die Irre führen. Und spätestens dann weißt du, dass diese Frau, dieses Auto, diese Arbeit, dieses Haus oder was auch immer nicht gut für dich war. Und vielleicht ersetzt Allah subhanahu wa ta'ala dir das, was du nicht bekommen hast oder das, was du verloren hast, schon in der Dunya. Oder er ersetzt es mit etwas Einzigartigem und Unvergänglichen im Paradies. Ist das nicht ein Handel, der sich lohnt? Zu denken, warum ich, ist ein Gedanke, der uns kaputt macht. Der Koran hat uns eine einzigartige Denkweise geschenkt, die wir in keinem anderen Buch der Welt finden werden. Es ist diese Denkweise, warum sich Menschen anderswo mit wenig zufrieden geben. Zu denken, warum ich, bedeutet auch, ich bin mit meiner Prüfung nicht zufrieden. Ich bin mit meinem Schicksal nicht zufrieden. In anderen Worten, ich bin nicht mit dem zufrieden, was Allah für mich bestimmt hat. Zu denken, warum ich, bedeutet, dass wir von Allah subhanahu wa ta'ala schlecht denken, nach dem Motto, Allah will was Schlechtes für mich. Zu denken, warum ich, bedeutet, ja Allah, ich habe etwas Besseres verdient. Ich weiß, was gut und was schlecht für mich ist. Nein, wir brauchen nicht in Panik zu geraten, denn wir täuschen uns.
Es ist Allah subhanahu wa ta'ala, der das Wissen darüber hat, was gut für uns ist und was schlecht für uns ist. Warum bist du also besorgt?